Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute geht's auf nach München, beziehungsweise erstmal geht's auf nach Meiningen von Hibu aus. Es ist 7.30 Uhr, Pupsi abholen, mit Pupsi dann weiter Richtung München zu Hannes. Shania, so Mary, ist die einzige auf jeden Fall, die ich weiß, die gesagt hat, dass sie da jetzt unbedingt hinkommen will, irgendwie zum Marienplatz, weil es ist die Höhentour in Pokémon Go und wir werden da ein paar Tage in München verbringen, ein bisschen rumhängen und Carrie Imbiss besuchen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, das muss heute gemacht werden am Tag 1, Carrie Imbiss Chili Cheese Döner. Ich laufe jetzt gerade zum Bahnhof. Wartet dann auf den Zug. Mal gucken, ob ich in den richtigen einsteige. This is a Bratwurst. Bratwurst Thüringen. So, ich habe jetzt hier ein Ticket für Meiningen für 10,40 Euro, was richtig scheiße ist, denn es gibt ja auch Hopper-Tickets für 6,60 Euro. Die gelten aber erst ab 9 Uhr. Mein Zug fährt ja schon um 8. Wäre ich lieber eine Stunde später gefahren, dann wäre ich zwar heute gar nicht mehr angekommen, aber egal. Habe ich schon erwähnt, dass ich absolut kein Fan von Zügen bin? Dann sagt Pupsi mir auch noch, dass genau zwei Züge kommen um genau dieselbe Uhrzeit und ich einen von denen nehmen muss. Ich absolut mich immer null orientieren kann. Das Gute ist, Hildburghausen hat nur zwei Bahngleise. Das heißt, die Chancen stehen 50 zu 50, dass ich in den falschen Zug einsteige. Zusätzlich werde ich noch abgelenkt von diesem Schuh, der hier die ganze Zeit einfach alleine rumliegt. So, jetzt habe ich gleich mal dem Carrie-Mann geschrieben vom Carrie-Imbiss. Aber irgendwie hat er kein Profilbild mehr drin. Ich hoffe nicht, dass er die Nummer gewechselt hat. Ich wollte ihm Bescheid sagen, dass wir heute noch vorbeikommen auf den Chili-Cheese-Döner. Und dann habe ich mal in die Gruppe gefragt, wie das Wetter eigentlich wird. Da haben die gesagt, na, regnen tut es nicht, aber ich glaube, es schneit dann am Wochenende. Jetzt habe ich keine Jacke dabei. Das ist ja wieder beste Vorbereitung. Am liebsten würde ich mir jetzt ein Bier aufmachen, aber ich habe ja keins dabei. Deswegen Grüße an Natururin und mal gucken. Hab ja Wartezeit dann in Meiningen mit Pupsi. Vielleicht kann ich mir eine Apfelschorle organisieren. So, ich bin jetzt in Meiningen angekommen, ne? Sieht man da. Da steht nämlich Meiningen an dem Schild. Und da ist Pupsi. Hallo Pupsi. Und Pupsi versucht gerade, ein Ticket zu lösen. Guck mal, 51 Euro. Das heißt, wir haben sogar 1 Euro gespart. Weil ich ja dachte, das kostet 52, aber es ist wohl günstiger geworden. Steck's mal rein. 1 Euro nur noch. Richtig genial. Dann müssen wir uns jetzt eintragen, ja? Hast du einen Stift dabei? Ja. Super. So, weil ich noch kein Frühstück gemacht habe, möchte ich mir natürlich direkt hier was an diesem Snackautomat holen. Neben dem ganzen Süßkram, der da rumfliegt, was total ungesund ist, aber richtig genial, habe ich jetzt gesehen. Da gibt es von Vasa irgendwelche Sandwich-Sachen mit Cheese-Paprika oder mit Mild-Cheese. Da steht aber was von High-Protein und sieht blau aus und das Paprika-Cheese sieht richtig gut aus. Ich weiß nicht, was das ist. Knäckebrot wirklich mit Paprika-Käsecreme. 80 Cent, das probiere ich jetzt mal. Nummer 20. Wir haben sogar Glück, es ist rausgekommen. Das hatte ich nämlich das letzte Mal, als wir hier gefahren sind. Ich habe irgendwas gewählt, die Nummer eingegeben und dann stand dort Fach ist leer. Obwohl das drin war und irgendwie waren die Nummern vertauscht und das hat überhaupt nicht gepasst. Wie sieht das denn aus? Ach so, ob ich es dir geben wollte. Ich dachte, du wolltest wissen, ob ich das probieren will. Ja, das sind zwei Knäckebrotscheiben aufeinandergelegt und dazwischen irgendwie so eine Käsecreme und dann halt auseinandergebrochen, dass das wie zwei Riegel sind. Mhm. Mega trocken. Schmeckt total muffig und irgendwie total eklig, aber High Protein, hey! So, weil wir so lange warten mussten, sind wir noch mal kurz in die Stadt geradelt. Pupsi hat sich jetzt schnell beim Bäcker noch irgendwas geholt. Ich war hier in diesem komischen Supermarkt und habe ein
ApoldaerInnen, versteht ihr, kennt das noch, Festbock gefunden. Weiß ich nicht, ob der Brösel das kennt. 6,5% Festbock. Guckt euch den Ziegenbock an. ApoldaerInnen. Guckt ihr das mal an. Seht ihr das Krokodil mit dem Schwanz und dem Rücken und den Augen hier vorne? Es sieht zumindest aus wie ein Krokodil. Da sind wir schon wieder bei Seven vs. Wild angelangt. Ich bin der Lörres. Und auf dem Weg zurück zum Bahnhof haben wir das hier gefunden. Das sieht auch richtig genial aus. Hier hängt einfach so ein blödes Brett. Und da sind lauter Fußspuren drauf. Hier von irgendwelchen Vögeln, von irgendwelchen Adi-Schatz. Lauter Fußspuren. Das ist doch was. Das musst du mal einreichen als Pokestop. Wenn es nicht schon einer ist. Aber wir müssen uns jetzt beeilen, dass wir überhaupt zum Bahnhof zurückkommen. Fettes Denkmal. Pokestop. Bruder, ich schwöre, da ist Pupsi da irgendwo. Das Schwarze da. So, hier steht jetzt das nächste Ding Richtung Schweinfurt. Kann man nicht lesen, aber Grüße an Mace Master. Das ist aber warm. Das ist aber gemütlich. Sis is a Zugabteil. So, und darauf, dass wir jetzt im Zug sitzen nach Erfurt, erstmal ein Bier aufmachen, würde Naturgurin sagen, und Grüße an der Fahrer, denn ich versuche mal deine Skills anzuwenden. Ich habe nämlich hier diesen Mülleimer gefunden. Da kann ich erstmal mein Zugticket reintun und dann versuchen, hier dran das Bier zu öffnen. Hoppa! Und das funktioniert sogar mit einer Hand und deshalb Prost. Und hier habt ihr ein Neustädter Lebercase mit Lebercase und Neustadt, also mit Spiegelei drin. Das sieht doch auch sehr trocken aus. Da hätte ich jetzt gern Flying Goose Chili Soße zum Essen. So, erstmal Frühstück mal. So, wir sind jetzt in Schweinfurt angekommen und 11.01 Uhr geht's weiter nach Nürnberg, ja. In Nürnberg, wer das Meme kennt, vielleicht niemand. Hier ist schon wieder ein weiterer Snackautomat, aber ich musste eben schon auf die Toilette, weil ich mir vorhin diesen komischen Riegel reingepfropft habe. Deswegen lasse ich das jetzt lieber mal. Außerdem müssen wir noch zum Curry-Imbiss heute und dort essen. Eineinhalb Stunden bis Nürnberg. So, wir stehen jetzt gerade in Forchheim und guckt euch mal diese Fische an. Nicht den Mann, sondern die Fische da hinten. Und überhaupt diese geniale Wand, diese gelbe und rote Wand. So, wir sind jetzt in Nürnberg angekommen, am Hauptbahnhof, hinter uns Burger King. Pupsi hat sich jetzt erstmal einen Burger geholt. Hat gefragt, ob ich auch was will. Ich habe gesagt, nimm mal Zwiebelringe mit. Es gibt nirgendwo Zwiebelringe, aber bei Burger King. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Zwiebelringe bei Burger King zu essen, macht das mal. Die finde ich immer richtig genial. Guckt euch das mal an, in der ganzen Halle ist ein Riesenstand. Mit Brot, mit Käse, mit Wurst, mit Salamis. Das sieht richtig genial aus, aber das riecht so abartig, wenn du dran vorbeiläufst, da kommt ja alles hoch. Jetzt muss ich euch mal den kompletten Stand abfilmen mit dem fetten Landbrot. Guckt euch dieses fette Landbrot an. Oh, das ist ja lecker. Oder hier Schweinebacke mit Pfeffer, Mortadella, ganz viel Salami und Käse. Und wieder fettes Landbrot. Jetzt muss ich gucken, wo Pupsi ist. Und hier ist der Burger King Fraß. Und einen Zwiebelring habe ich schon genascht. So, Pupsi bewacht gerade das Essen. Unser Zug hat schon wieder 10 Minuten Verspätung, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich 20 Minuten noch hier rumstehen. Aber wir haben den nächsten Snackautomat gefunden und ich möchte mir jetzt trotzdem mal diese gebrannten Erdnüsse mitnehmen. Das ist die 32 für 1 Euro. Zack! Wo sind meine Erdnüsse? Gebrannte Erdnüsse von Budetta, knackig draschiert.
So, eigentlich haben wir gerade schon im Zug gesessen und dachten, es geht gleich los. Konnten aber eh nicht nach München durchfahren, weil irgendwie München kein Halt mehr war. Wir in Ingolstadt hätten umsteigen müssen und einen anderen Zug nehmen nach München, was normalerweise nicht so ist. Aber unser Zug hat jetzt auch technische Probleme. Die Türen gingen dann auch nicht mehr auf, die mussten irgendwas reparieren. Halbe Stunde Wartezeit. Aus einer halben Stunde wurden 50 Minuten Wartezeit. Alternativen gibt's, gehen Sie einfach darüber, nehmen Sie einen anderen Zug. Jetzt stehen wir hier drüben rum, warten jetzt nochmal 20 Minuten auf einen anderen Zug, kommen aber dann nicht 15 Uhr in München an, sondern erst 16.30 Uhr, also 1,5 Stunden später als normal. Das wäre perfekt jetzt für ein Bier, aber hier gibt es leider nur normale Getränke und kein Bier und noch mehr Snacks, aber ich habe mir ja Erdnüsse geholt. Das ist aber schön, da freue ich mich jetzt noch mehr an Hannes zu sehen. Vor allem, weil die Shenaya ja schon 14 Uhr angekommen ist in München am Hauptbahnhof. Die zwei eine Stunde hätten warten müssen auf uns. Und jetzt müssen sie einfach 2,5 Stunden auf uns warten. Das tut mir aber total leid, aber was soll man machen? Ja, Tisch ist gut. Kann ich meine Wut auslassen? Ja, dann kriegst du halt einen Tisch extra und nicht den anderen Tisch. Geschichte. Aber ein was Gutes hat es natürlich auch. Ich habe jetzt endlich einen Tisch, wo ich meine Nüsse drauflegen kann. Einen genialen Tisch und vor allem ist es hier irgendwie am freundlichsten. Das ist bisher der schönste Zug, ja, den wir heute gesehen haben. So, Grüße gehen raus an Tobi, an 1 Testzocker Brezel Queen. Da wir immer noch stehen, habe ich jetzt einfach meinen Pass hier reingeworfen in ein Rayquaza Raid. Mach gerade den Raid hier noch, bevor wir weiterfahren. Hab einfach mal auf gut Glück eingeladen. Warum nicht? So kann man sich auch die Wartezeit verkürzen. So, wir stehen jetzt hier irgendwo in Eichstätt. Signalstörung. Also ich glaube, die Shenaya und der Hannes, die haben sich hoffentlich Schlafsäcke mitgenommen, weil sie noch länger jetzt warten müssen. Aber können wir nichts machen, ne? Super Hinfahrt, alles perfekt. So, wir sind jetzt endlich angekommen und die anderen mussten 2,5 Stunden warten. Ronny! Moin! Ja, eine Party fand ich lustig, ne? Ja, ich habe auch schon ein paar. Hallo! Hi. Sag mal, ihr seid ja ganz nass. Oder nicht? Also feucht, ja. Oder ist es nass oder ist es kalt? Feuchtfröhlich. Ich habe nichts mitgekriegt vom Regen. Ich habe auch ein Begrüßungsbier. Ja. Da gibt es eine Alpenschorle von Wolfram mit einem Bild von mir drauf. Der Leon wollte schon immer ein Bild von mir sehen als Jugendlicher. Da Begrüßungsbier, das Oberbräu hell. Das habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt brauche ich nur was zum Aufmachen in guter Brösel-Manier. Irgendwo dranhängen und klatsch, das wär's. So, wir haben gelernt, das ist zu rund, da rutschst du ja immer ab. Aber hier hat der Hannes eine Kante gefunden, in der Fahrermanier hältst du das dran und machst. Assa! Und dann ist das auf jeden Fall so auf. Und dann kann man erstmal prosten. Prosten. Mit dem Rest. Prost. Darauf, dass wir endlich angekommen sind, aber jetzt geht es eigentlich erst richtig los, denn bis zum Hannes ist noch mehr Stress als 8 Stunden Zugfahrt. Deswegen, los! So, da seht ihr schon, Hauptbahnhof. Also der musste auch wie sie alle auf der Rolltreppe rumhängen und chillen. Shenaya hat ihre ganze Wohnung mitgebracht. So, wir sind auf der nächsten Rolltreppe vom Kanzler. Ich hab nichts gemacht. So, Rolltreppe Nummer 3. Hannes ist noch fit, wie man sieht. Immer. Für die ganz Perversen gibt's ja auch die Hopfisterei, ja. Also, wenn ihr auf Fisten steht, ist das eine, aber Hopfisten, das ist ein ganz anderes Level. Hopfisterei, wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Nummer 5 übrigens. Ne, warte mal. 4? 4. 5. Ach, ich weiß es nicht mehr. Da hinten ist auf jeden Fall, jetzt kommt die Außenwelt. Jo. Aber wir gehen doch gleich wieder rein. Und es tröpfelt.
Es tröpfelt. Da mal wieder was für Dani der Dicke gefunden. Jesus klebt, ja. Das hieß bestimmt, Jesus lebt. Dann macht einer einfach einen K davor und jetzt heißt es einfach, Jesus klebt. Und daneben der beste Sticker der Welt, Bergfest. Das sieht doch genial aus. Das ist München. So, was nah aufgeht, muss auch wieder nunder. Wir haben noch jemanden dazu bekommen. So, sind jetzt, obwohl dafür haben wir ja Shania verloren und die Schirmfrau dazu bekommen. Sind also wieder vier. Guck mal, wie der seinen Rucksack trägt. Wie so ein Schlodrian. Ja. Und davon kommt der Rücken, ne? So machst du dir den Rücken kaputt. Ach so, ja. Man kann nicht mehr drin. Ah, Rolltreppe Nummer X. X. Beliebige Zahl einsetzen. Rolltreppen-Counter hoch. So. Treppe Nummer X. Treppe Nummer X, genau. Treppen-Counter hoch. Nöte wegen Goethe. Hier bildet man sich noch weiter. 5 Minuten? Nee, da alle 20 Minuten. Los, Shania! Renn! Hüpf, renn und mach! Ich sag dir dann Bescheid. Ja. Hoppa! Da, jetzt habe ich hier so zum Festhalten. U-Bahn Nummer 1. Genau. Guckt euch dieses Ringlicht an. So entstehen die TikTok-Videos. Man muss sich aber auf den Boden legen und von oben filmen, damit man das Licht auch abbekommt. Ramses hat einen Heiligenschein. Leute. Rolltreppen-Counter hoch. Das ist ja genau deine Treppe, ne? Guck dir das an und das und dann ist es was ganz anderes, ne? Ach, ihr müsst halt mal das Auge zudrücken. Das ist das. Das ist das. Ja, wie viele Rolltreppe war es? Das ist München, ist das so. Als ob noch einer weiß, wie viel die Rolltreppe das war. Es war die erste. Gefühlt war es die erste. Wenn ihr wüsstet, wo wir sind, dann müsste ich gar nicht fragen, was ihr denkt, wo wir sind. Es fängt schon wieder an und tröpfelt. Das heißt, wir dringen wieder in die Außenwelt. Es ist schon dunkel. Guckt ihr das an. Rolltreppe, the last. The irgendwas. Of the day. Na, wie heißt denn das hier? The, wie von CKY, da gab es doch da das CKY 4, war last but not least, ne, the latest and greatest, genau. Aber das ist the last but not least, weil die ist ja nicht weniger wert. Also ein Daumen hoch für die Rolltreppen in München. Was ein herrliches Wetter. Was ist das denn? Guck dir das mal an. So. Ein Schminkspiegel. Das ist übrigens Bus Nummer 1. Und wird auch der einzigste bleiben gerade, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, wenn wir beim Carry aussteigen, ja, müssen wir dann einen anderen Bus zu dir nehmen. Nee, dann kommt dasselbe nochmal, 140er. Da können wir auch drin bleiben. Und wer zum Carry-Imbiss möchte, der fährt zu Heidemann. Oh mein Gott, Heidemannstraße, ich kann mich nicht mehr halten. Warum? Oder Paracelsus. Das kannst du so nicht reinnehmen. Da ist schon wieder was auf Ami gestellt, deswegen flackert das Bild, wenn da Licht ist. Ist wo? Kannst du das mal umstellen? Das ist München. So, wir befinden uns jetzt in der Heidemannstraße. Da ist das Autohaus. Da ist der Carry-Imbiss. Da ist der Carry-Imbiss, den man nicht sieht und es regnet. Und ich hätte mir eine Jacke mitnehmen sollen, aber nein, nichts. Jetzt muss ich erstmal hier ran und erstmal gucken, was da los ist. Hallo! Ja, servus! Hallo, Carryman! Ja. Ich muss mal reingucken hier, es ist so nass draußen so. Da wird man direkt freundlich begrüßt. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier essen wollen, weil Pupsi kennt sich gar nicht aus. Und dann natürlich das, was da scharf. Ramses so gerne macht. Ein bisschen scharf drauf. So. So scharf ist er. So sieht er jetzt aus. Guckt euch das an, der XXL. Chili Cheese. Und den gleichen kriegt der Hannes auch, ja? Der Ramses, genau. Du bist jetzt der Ramses. Gute Nacht. Ich bin jetzt der Ramses. Komischerweise, immer wenn man hierher kommt, gibt es irgendeine andere scharfe Soße, die man mal probieren kann. Jetzt hier auch. Der Hannes nimmt mal eine Gabel, probiert mal, was er dazu sagt, wie das schmeckt, ob das scharf ist. Er sieht immer noch aus wie ein Hannes, ne? Geil.
Schön fruchtig, das halt. Schön fruchtig, ja. Aber die soll doch scharf sein. So. Ja. Wer sich erinnern kann, es gab ja mal die afrikanische Soße. Ja. Da haben wir sogar dann ein Näpfchen mitbekommen und haben das mit zum Zangel genommen, zur Zangels Chili-Bude, dass der auch mal probieren kann, weil der auch einen Kanal hat. Aber wollen wir hier auch mal eine Gabel nehmen. So. Sehr lecker. Ja, sonst kann man ja nicht richtig. Das schmeckt ein bisschen tomatig, ein bisschen aber auch wie so Kräuterliges dabei, ein bisschen Essigartiges. Es hat was von Sambal Oleg oder so, glaube ich. Ja. Auch. Das ist aber sehr lecker. Schmeckt eigentlich wie eine gute Tomatensoße. Für eine Arrabbiata oder so, die man sich da reinhauen kann. Ja, das ist ja jetzt wenn man hier drin rummehrt, muss man das ja eigentlich auch essen. Das kann man ja sonst. So, wir haben das Essen vom Curryman, vom Curry Imbiss jetzt natürlich mitgenommen. Fahren jetzt noch fix zum Hannes. Wir haben es gleich geschafft. Es ist schon mitten in der Nacht. Guck. Nee, wir müssen daran nochmal los. Wir wollen jetzt essen und dann müssen wir nochmal los. Wir müssen noch einkaufen für morgen. Und gleich erzähle ich euch noch, wie es schon wieder abging beim Curry Imbiss. Richtig genial, immer wieder. Curry Imbiss, beste. Welcome to the dark side. Mach mal ein Dark Slide mit deinem Skateboard. Da gab's aber noch. Wer aufmerksam Videos guckt, erkennt Jan Hannes seine Wohnung. Das ist die Wohnung. Und es ist alles dunkel. Und der Balkon ist auch auf. Und hier ist seine Maske. So. Jetzt muss ich mir was suchen, wo es hell ist und ich den Döner mal reinbeißen kann, weil beim Hannes, der ist halt in der Dark Side. Das ist nicht nur ein Spruch auf einer Matte, das ist schon so, wie es ist. Da habe ich gleich einen Latz, damit ich mich nicht voll kleckere. Och, ist die süß, guck mal, guck mal. So, wir haben jetzt den Curry-Imbiss, Mann, gegessen und ich muss sagen, ich habe ihn nicht geschafft, der war so groß und wuchtig, es ging gar nichts mehr. Kenne ich nicht, sonst esse ich immer alles auf, aber der war wirklich so fett, ich konnte nicht essen. Wir sind jetzt eigentlich beim Rewe, beim Hannes um die Ecke, aber den Rewe gibt es nicht mehr. Hier ist jetzt einfach ein Nahkauf drin, das ist wichtig, weil wir haben ja im Sommer haben wir hier rumgestanden, haben ja auch Community-Raid gemacht mit Iswo, Hannes, alles hin und her. Wir wollen jetzt noch mal gucken, dass wir was einkaufen für morgen für die Höhentour. Die anderen sind schon drin. Ich dringe jetzt auch mal ein in den Nahkauf und mal gucken, was es jetzt so gibt. Auf jeden Fall hat es einen richtig heftigen Boden. Guckt euch das mal an, wie der glänzt, wenn man hier durchläuft. Hannes, guck dir doch mal den Boden an. Jung, war der Boden vorher auch schon so? Ja. Toll. Ich glaube, es war bei irgendeiner Meile, habe ich doch hier diesen Edelstoff-Exportbier gesehen. Augustiner Bräu München Edelstoff. Also der ist wirklich richtig heftig. Aber das haben die Jungs gar nicht verdient. Deswegen stellen wir den weg, machen Schloss dran. So. So, wir haben jetzt einfach die Goldene Meile in der München Edition gemacht. In der Mini München Edition. Denn die sieht so aus. Die Genaya hat jetzt einfach drei Bier ausgesucht, die wir heute Abend trinken werden. Sie hat sich für dieses, also Augustiner Bräu München Edelstoff entschieden. Das sieht halt wirklich einfach richtig gut aus. Hannes hat ausgesucht das Kloster Scheiern Klostergold Hell. Richtig alt und babbig, also genau das Gegenteil von dem anderen. Übelst edel, übelst babbig. Und dann kommt der Ramses und hat gesehen, hier gibt's Hubbauer, eine Bayern halbe. Das klang lustig, exportsüffig mild. Und daneben aber die Hefeweise davon. Und das sieht aus, als wäre es einfach Cola Mix. Hubbauer, eine Bayern halbe, Hefeweise hell. Hat sogar mehr als das Export. Und deswegen habe ich drei von denen mitgenommen. Was halt. Also sieht das denn? Es sieht auf jeden Fall. Drei Stück, genau. Das ist jetzt. Die Goldene Meile in der München Edition. Ich glaube, der Nahkauf macht dem Curry Imbiss Konkurrenz. Guck, die haben einfach auch jetzt XXL drin. So musst du dir das dann vorstellen, Hannes, wenn er sagt, hier, Hannes, mein Freund, dein XXL drin. Ne? 12 Euro, zack. Leon, schaffst du dieses Baguette, kriegst du ein zweites Grades dazu. Hannes, leidest du an Stefanidis? Ja.
Was ist das? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist der da, guck. Oh, okay. Der heißt nämlich Herr Stephanidis. Das klingt wie eine Krankheit, aber der sieht sehr freundlich aus, das muss man schon sagen. Und guckt euch mal hier den Hintergrund an, wie toll das aussieht. Ihr könnt euch einen Wagen hernehmen, also einen Korb. Und der ist einfach hier übelst genial. Da denkst du, du bist in Berlin Tag und Nacht in der neuen Staffel. Dabei ist es einfach der Nahkauf in München. Grüße an der Fahrer, ne? Ich probiere es nochmal hier an der Kante mit einer Hand. Es ist zwar rund und nicht gesund, aber mit viel Druck funktioniert es. Ihr müsst nur die Flasche festhalten, bevor sie kaputt geht. Willst du mal probieren, Hanne? Sag, du hast schon auf, oder? Mit einer Hand einfach wirklich zack und gucken, ob's. Das hat er vorher schon gezischt. Willst du es auch mal probieren? Oh Gott, das krieg ich auch nie hin. Zur Not mit zwei Händen runden. Obwohl, man am besten schön am Hals oben in der Hand halten, weil wenn so. Ach, mach einfach irgendwas. Wird schon schief gehen. Jawohl. Das ist auf jeden Fall auch auf. Also, wir haben es alle gerettet. Jawohl. Yeah. So, hier für die Schwimmschwäger. Yeah. Prost. Der Fahrer ist schuld. So, mal kurz in die Runde. So sieht's also aus beim Hannes, wenn der Hannes beide großen Lichter anhat. Nämlich das und das. Das ist immer wieder richtig genial. Deswegen glaube ich, alles was jetzt passiert, bleibt hier und erzählen wir euch morgen früh. So, der nächste Morgen ist angebrochen. Wir sind gerade aufgestanden, kurz nach 8. Wir wollen um 9 dann Richtung Marienplatz, weil um 10 ja dann die Höhentour losgeht. Ich möchte euch mal ganz kurz was zeigen. Wir sind gestern Abend hier rein und der Hannes hat uns sogar hier ein Betthupferl aufs Kopfkissen gelegt. Ein Betthupferl 1 und 2 und wunderbar. Da haben wir noch ein bisschen Let's Dance geguckt mit Knossi. Hier ich meinen ganzen Sack angeschlossen. Guckt euch das an. Und hier möchte ich jetzt erstmal, weil diese Rob Van Dam Puppe ist ja kaputt. Und die Shania hat ja gesagt, boah, die nehme ich, die repariere ich wieder. Die wollen wir jetzt erstmal rüberbringen zu den anderen. Ungefähr so. So, guten Morgen. Morgen. Da sitzt die Shania mit ihrer Rob Van Dam Puppe. Danke. Und die kannst du wieder flicken. Ja, muss ich mal gucken. Wenn nicht, nimmst du halt einfach ein Heftpflaster, tust es drauf und dann ist jetzt deine Rob Van Dam Puppe. Kann man bestimmt auch als Voodoo-Puppe nutzen. So, dann habe ich aber noch was als Geschenk aus dem Stream heraus. Obwohl, hättest du ja gerne diese College-Jacke gehabt von Deadpool. Und hier habe ich noch was, weil ich dachte, sie ist Deadpool-Fan. Weil bevor ich das alles, ich muss ja gerade Klamotten aussortieren und bevor ich das wegschmeiß und verkaufen habe ich auch keinen Bock, habe ich gedacht, kriegst du noch ein T-Shirt gratis dazu. Ist es nicht schön? Deadpool, zack, richtig großer Druck auf der Brust. So, das ist jetzt die Shania in der Deadpool Edition, wie man sieht. Drehen Sie sich einmal um die eigene Achse, sieht man hier auch den Rückendruck. Chimischenga, ne? Yep, Deadpool. Hallo Hannes. Moin. Hallo Ronny. Ja, die Stimme versagt. Und Pupsi ist auch da, aber die sagt schon wieder, nein. Adi Schatz, nein. Sind das die Ohren? Ja, okay. Also wir müssen uns jetzt fertig machen, weil wir gleich zum... Oha. Guck mal. Samyang Bulldog Quattro Cheese. Da muss ich kurz weg. Habt ihr so gesehen, sind keine mehr da, gell? Hier seht ihr den Hannes nochmal in freier Wildbahn, wie er gerade seinen Schrank besteigt. Auf der Suche nach einer Jacke für mich. Man sieht es halt so nicht, ist auch total überlichtet. Ich glaube, ich gehe damit jetzt einfach wieder raus. Ich laufe mal damit durchs Haus. So. Bin immer zu drehig irgendwo drauf. Au! So, kleine Modenschau hier. Das sitzt der Mandel vom Hannes, ne? Den du hier so hin und kannst dann als Darkrei durch München ziehen. So ungefähr, aber nee, das ist mir, glaube ich, ein bisschen too much. Ja, das ist bestimmt schon besser. Siehst du aus wie der Terminator, ne? Hier schön zack und zack. Mit zack meine ich natürlich den Reißverschluss. So, der Hannes hat mir noch seine Jacke zum Testen gegeben, die er immer anhat. Und da sehe ich aus wie ein Pinguin damit, oder? Was sagt ihr? Geht halt bis hier hin.
Und das ist mir, glaube ich, zu viel. So, ich habe mich jetzt für diese Kochschürze in der Black Edition entschieden. Und wir laufen jetzt zur Bushaltestelle, denn auf geht's zur Huen-Tour. Huen. Huen, genau. So, wir haben uns jetzt noch dieses Wegebier mitgenommen, weil das ist von gestern noch übrig geblieben. Der Edelstoff, der Kraft geben soll, heute für die Tour. Ihr habt jetzt so eine Bieröffnungsanlage. Könnt ihr die Klappe hochmachen, das Bier hier ansetzen und dann runterziehen. Und dann ist es auf. Ganz normal, wunderbar. Und dann könnt ihr jetzt Bier trinken. Und ganz wichtig, selbst wenn wir immer die Flaschen öffnen und die Bierkronkorken runterfallen, wir heben die immer wieder auf und tun die danach entsorgen, ja. Wir sind zwar Assis, aber wir sind ordentliche Assis. Yachtfürst! Der ganze Mülleimer ist voll mit Yachtfürst, Kräuter, Likör, Zeug. Der Hannes wendet schon die ganze Zeit den Spezialtrick an. Der erzählt uns immer eine Geschichte, dass alle total gefesselt sind. Und dann steht er einfach auf und steigt aus. Weil wir ja da sind. Aber er sagt halt nie, dass wir da sind und hier, oder hier raus müssen. Der lässt uns einfach immer sitzen und haut immer ab. Das hat er jetzt bestimmt schon 3 Mal gemacht. Und wir mussten immer sehen, dass wir es überhaupt noch schaffen, rauszukommen. Ja. So, wir stehen jetzt hier am Bahnhof vom Spiegel. Das sieht dann ungefähr so aus. Hallo! So, was ich noch nirgends gesehen habe, außer in München, ist, dass es neben normalen Brezen, also Brezeln, immer Butterbrezen gibt, die aufgeschnitten sind mit Butter drin. Jetzt aber auch Schnittlauchbrezen mit Schnittlauch drin. Leberkäsebrezen mit Leberkäse drin. Und wer sagt, ich mag kein Brezen, der nimmt Leberkäse-Semmel. Sis ist der Aufstieg zum Marienplatz. Übrigens Treppe Nummer 4, Rolltreppe Nummer 3. Sis ist er, Schnittlauchbreze. Schmeckt es sehr gut. Da ist ein McDonald's, da kann ich einen Kuchen aufmachen. McDonald's. Wir haben gerade einen super netten Mann getroffen, der uns hier aufklären wollte über die Flüchtlinge. Aber wir haben gesagt, wir sind in der Höhentour. Dann habe ich während des Streams live bei dem Mann ein Shiny Groudon bekommen. Und jetzt laufen wir ein Stück weiter und hier steht auf einmal Community Day, 20%. Also beim nächsten Community Day kommt nach München, da gibt es 20% auf alles. Sabrina spielt hat auf jeden Fall gerade eingeladen. Wir machen kurz noch einen Raid und wollen dann zum Sendlinger Tor weiter. So, wir sitzen jetzt gerade hier im Starbucks. Wir warten eigentlich auf die Mary, dass sie reinkommt. Mein Akku war auch auf einmal leer. Ich habe nur noch 2% gehabt. Ich habe das jetzt hier mal angestöpselt. Lennart hat noch eingeladen, da gab es jetzt hier einen Shiny Groudon. Hannes raidet ein bisschen. Die Damen trinken hier Kaffee. Weiße Schokolade. Raids und Kaffee, aka weiße Schokolade. Also wir warten auf Mary, kurz ein bisschen aufwärmen. Es ging ja gerade gar nichts mehr, jetzt scheint es mal wieder zu gehen. So, guck mal, da ist sie angekommen. Und was hat sie sich da Schönes mitgebracht? Mit einer Schaumkrone. Stell dich doch mal vor, ich kenne das bestimmt jeder, aber dich habe ich noch keiner gesehen bis jetzt. Stimmt. Ich bin die Mary und ich möchte gerne schöne Grüße an Tobi ausrichten. An den Tobi. Jenna hat sich dich jetzt umbenannt, von Simli Camora zu... Irgendwas mit Mary, weiß ich nicht mehr. Sie weiß selber nicht mehr, wie sie heißt, gut. Kennt ihr die Mary? Dann schreibt's mal rein. Simli Camora oder was ist Just Mary? Null. Das ist es jetzt. So, das ist die Mary. Junge, es nervt. Das ist der Schnitzelwirt. Hast du da schon mal gegessen? Nee. Okay. Taubsi! Ja! Siehst du, in München, die sind nicht so wie die anderen. Normal macht man Taubsi und dann fliegen die immer weg, aber die halt nicht. Hoppa! Ah. Rolltreppe Nummer X, genau. Wir sind nämlich gerade in so einem Spielzeugladen, warum auch immer. Und das ist die Mary. Ich habe gerade das Süßeste gesehen, was ich je in meinem Leben entdeckt habe. Nee, entdeckt, was ich gesehen habe. Guck dir das mal an. Wie klein und süß das ist und es hat halt einfach gar keine Beine. Aber es hat hier so einen Schwanz und es macht hier so. Aber ohne Beine, ohne alles, richtig genial. Guck mal, es werden immer mehr die geflügelten Ratten aus München. Kommst du dir vor wie Kevin in New York mit den Tauben im Park? Schon mal Kevin in New York geguckt? Ja. Schon mal Kevin in New York geguckt? Nein. Nicht gut. Schon mal Kevin in New York geguckt? Ja. Kevin. Wir haben es zusammen geguckt. Hä? So, hinter mir steht Hasi und irgendwie muss ich da an Naturin und Bianca denken, wenn ich
Hasi lese, ich weiß nicht. Habt ihr auch einen Hasi zu Hause? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ein Crowdon Raid, 23:38. Wir sind jetzt gerade unterwegs und jetzt haben wir sie getroffen. Die zwei Münchner Weißwürst hier. Wir sind Oberpfälzer. Oberpfälzer, genau. Und was? Wer hat jetzt Geburtstag? Der Jens. Wird 33. Dieser 33. Jens feiert heute seinen 50. Geburtstag. Ehemaliger Filialleiter vom Kochlöffel. Ehemaliger Filialleiter vom Kochlöffel. 50. 50? 33, 50, beides zusammen. Ihr habt auf jeden Fall viel Spaß, das merkt man. Wir haben auch extra applaudiert für euch, ja. Also nochmal alles Gute zum Geburtstag. Also wir haben eine Challenge am Laufen. Wer zuerst 10 Applause gewonnen hat, der kriegt das nächste Bier gezahlt im Hofbräu. Und viel Spaß bei Pokémon Go. Dankeschön. Ich krieg schon 4-0 von dir. Wenn ihr das seht, dann applaudiert auch mal alle, ne, für das nächste Bier im Hofbräu. Waren das nicht die Menas Moos in München? So, jetzt habe ich was gefunden, was habe ich wirklich noch nie gesehen, möchte ich jetzt mal zeigen. Und zwar hier, der Kollege, guckt euch mal an. Jetzt bewegt er sich, haben wir erwischt. Aber guckt euch das an, das sieht so genial aus. Mit diesem Hintergrund, eine lebendige Statue. Da werden wir natürlich auch was da lassen, dafür bitteschön. Einmal die Hand. Sir, wunderbar. Noch nie gesehen sowas. Finde ich unglaublich toll. So, kurzes Bierpäuschen zum Aufwärmen. Die Mary ist jetzt weg. Hier haben wir Wildmosers am Marienplatz. Restaurant, Kaffee. Das ist ein helles. Das ist ein weißes. Das ist ein dunkles. Und das ist ein transparentes. So, jetzt noch mal kurz. Prost. 6 Euro ein Bier. Guten Nacht. So, wir sind jetzt auf der Suche nach was zum Mittagessen. Hier ist Ali Superfood. Kennt ihr das? Kennt ihr das noch von Family Guy? Das ist mit Döner hier. Ali's Superfood, Gemüsedöner, Vegan-Döner, Falafel, alles Helal, Bam. Ja, also ich hätte jetzt gern was gegessen, aber die anderen wollen nicht. Kannst du nichts machen. Ich stehe jetzt hier vor der Metzgerei Schäbitz und hier gibt es ganz viel Kars. Versteht ihr Kars? Leber-Kars, Kalbs-Kars, Chili-Kars, Veggie-Kars, Weißwurst-Kars, Pizza-Kars, Weihnachts-Kars, Christmas, Hirsch-Kars, Duro-Kars, Wagyu-Kars. So. Aber ich habe Hannes reingeschickt, der macht das schon. Der kann immer so ein Chili-Kars organisieren. Was denkt ihr, was ist auf dem Weihnachts-Kars drauf? Zimt? Man weiß es nicht genau. Spekulatius vielleicht. Da kommt der Chili-Kars, Hannes mit dem Chili-Kars. Und was ist jetzt Chili-Kars? Laber-Kars mit Chili. Chili-Kars, ja, mit Chili was drin. Was ist Weihnachts-Kars? Mit Zimt und Nelke. Diese Würde braucht kein Mensch. Guck mal, wie fett er ist. Du schaust voll fett Kars. Willst du mal probieren trotzdem? Die müssen zum Nordsee-Mann schauen. Das ist bei Nordsee schauen nochmal, gell? Ja. Ich will nochmal Kars. Nur mit ein bisschen Chili. So, wir stehen jetzt hier vor Münchner. Moment. Münchner Bier. Mehr konnte ich mir nicht merken. Moment. Münchner Bier, Brotzeit Stübel. Wer den Menas Moos Vlog geguckt hat, der weiß noch, hier ging die Post ab im Münchner Biergarten das ganze Jahr über. Aber Pupsi hat noch nichts gegessen. Die anderen haben sich jetzt alle Chili Cars reingezerrt. Deswegen müssen wir bei Pupsi noch mal gucken, ob die was in der Nordsee findet. Hot Snack Boxes. Der Pupsi will sich gerade Fish and Chips holen. Keine Fish Nuggets Box und noch keine Mixbox. Hier gibt es auch irgendwie so Spicy Tuna Baguettes. Das liegt, glaube ich, hier unten drin. Das holt sich der Hannes. Nee, okay. Spaß. Der will sich ja irgendwie Schrimps holen oder so. Überbackene, frittierte, panierte, gebimmelte. Mit Schwanz dran, genau. Auf jeden Fall. So, this is a Fish and Chips Box. Das ist was? Normaler Fisch und das sind Shrimps oder was? Das sind Fischnuggets. So wie das sind Shrimps gebacken. Und unten sind Pommes drin. Fischnuggets. Shrimps gebacken. Dann steckst du hier mal rein, Hannes. Ach so, ja. Wo tu das denn wieder hin? Wolltest du mir das jetzt ins Gesicht tun? Dann probiere ich mal so ein Sis is a Mixbox mit Fisch, Chips und Shrimps Back. Quasi wie bei mir, nur mit Schrimps. Ja. Ich nachher, dass hier nachher kalt wird, dann gehe ich lieber nicht. So. Kann
Kannst du doch noch. Komm. Nein, du kannst ja ruhig noch was holen. Das ist ja nicht, dass wir hier noch essen wollen. Sis ist es Spicy Tuna Baguette. Gut, ja. War ja auch nur so spontan, dass die mit Rotkraut oder was? Ja, ja. Ja, das ja, nur genommen, weil da was mit Spicy da stand, weißt du. Ja. Naja, jemand muss doch ja hier aufpassen. Ich habe jetzt gesagt, ich nehme mit Redebock da mit. Bon Appetito, I'm sorry. Das ist ein Becher from the komische Aioli-Dip oder was das ist. Remoulade. Remoulade. Es gibt Remouladeneis, seit wann? Den kann man natürlich auch essen. Der Hannes kriegt so nett. Schmeckt das gut. Rottler Gourmet und Delikatessen. Hier steht so ein super genialer Tisch. Habt ihr hier in der Mitte einen Beutel mit Brot. Und dann ganz viele Gläschen mit verschiedenen Dips. Alles ganz anders, verschiedene Sorten. Mal was Fruchtiges, mal was mit Aioli, mal Knoblauch, mal Steinpilz, mal hin und her. Gibt's auch Arrabbiata. Das Schärfste bis jetzt, was ich hatte, war hier der Harissa-Dip mit Chili. Chili-Schrott, Chili-Schrot, Paprikaflocken, Knoblauch, Zwiebeln, Habanero-Chili. Das war bis jetzt das Schärfste und Brutalste, was ich jetzt gerade hatte. Irgendwie sieht das pervers aus, ich weiß auch nicht. Wie? Wie hieß denn der? Weißt du das noch? Das kannst du den ganzen Tag machen. Brrr. Wenn ihr das auch schon mal gemacht habt, bei euch selber, dann schreibt es mal in die Kommentare. Betreten der Brunnenabdeckung verboten. Aha, seht ihr die Rinder, wie die gefangen sind? Als wären sie im See, in der Eisscholle, eingebrochen, festgefroren und jetzt gucken nur noch die Köpfe raus. Aber hier hinten sieht man noch den After. So, das ist der After von den Kühen. So, irgendwie sind alle total geschlaucht. Es ist total kalt. Man hat irgendwie überhaupt gar keinen Bock mehr. Ich traue mich gar nicht mehr, die Hände aus der Jacke zu nehmen. Zum Glück hat mir Hannes die Jacke gegeben gehabt, sonst wäre ich schon tot, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, hol ich mir erstmal ein Bier, ein Schneiderweise, helleweise Weißbier zum Aufwärmen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sehe ich dann, wenn wir jetzt wieder rausgehen in die Kälte und eine Toilette suchen und vielleicht dieses Bier uns drei, vier alle ans Ziel bringt. So, erst endlich passende Musik zur Bieröffnung. Moment. Hoppa, so sieht es dann aus, wenn es funktioniert. Es kommt eine ganz zarte, leichte Schneebrise. Und hier liegt eine Banane. Ich dachte, die hättest du da hingelegt. Toll. Und die kann man dann nehmen, kann dann so tun. Dann ist die Banane weg. So schält man Bananen. So, nach ewig rumstehen in eisiger Kälte und ein bisschen U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn und alles und Bus und alles hin und her sind wir jetzt hier vor so einem amerikanischen Dinner. Case Original Jones American Dinner. Und da wollen die Buam heute Abendbrot essen, weil, weiß ich nicht. Ich habe gar keinen Hunger. Ich gehe mal rein, ich gucke mal. So, wir befinden uns jetzt im American Dinner. Und da es ein bisschen wärmer ist, kommt die Laune vielleicht ein Stück zurück, ja. Hinter mir hängt die Freiheitsstatue, da hängt der schmalzige Elvis. Ich habe gerade einen Shiny-Ball. Jenaya hat einen Ballbeat gefangen, den Shiny. Und der Hannes hat draußen gelesen an der Karte, es gibt USA Miller Bier. Was hast du bestellt? Mile Bier. Ich nehme das Usmile Bier. Ja. Usmile. Was? Ich habe sie nicht verstanden. Was haben sie gesagt? Also Usmile Bier. Aber das ist doch richtig, das war auf einer Meile schon mal dabei. Das ist also das Miller. Das haben wir auf einer Meile schon mal getrunken beim Kaufland hier. Miller. Guinea Pig Draft, ne? Also mit Meerschweinchen. So, wir werden jetzt erstmal essen. Dann werden wir wahrscheinlich schon wieder heimfahren und heute kommt auch noch Wrestling. Wart ihr schon mal hier beim American Dinner Jones in München? Dann schreibt es mal in die Kommentare.
bin ich traurig, dass ich gesagt habe, dass es mit dem Bier geht, weil der hat gesagt, geht das in der Flasche oder braucht er noch ein Glas? Ich habe gesagt, in der Flasche geht schon. Wenn ich sehe, was die anderen für Gläser kriegen, Pupsi hat sich jetzt einfach ein Glas Cola bestellt und hat hier sowas bekommen. Sieht aus wie ein Gurkenglas, ja. Ein Glas Gurken-Cola jetzt neu, aber komplett voll mit Eiswürfeln. Richtig fette, große Portion. Das sind 800 Milliliter gewesen. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ist ein Hingucker. So, und eigentlich waren wir jetzt fertig, aber der Bananenmilchshake von Pupsi hat so gut geschmeckt, dass ich mir jetzt auch unbedingt noch einen nehmen möchte. Ich bin ja nicht der süße Typ, aber der schmeckt wirklich verdammt gut. 7,50 Euro. Aber so schmeckt er auch. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Guckt doch mal hier, die wunderbar. Wo kommt jetzt das Licht her? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sieht er doch wunderbar aus. Wir haben jetzt hier das Tablett bekommen. Das sind einfach diese super genialen Trolley-Burger drauf. Für jeden noch ein Trolley-Gummi-Burger. Auch mit Salatkäse und der Beefscheibe. Wir hätten jetzt insgesamt 102,80 Euro. Wir haben so grob überschlagen. Ich wäre bei 27, habe 30 hingelegt. Der nächste 27, 30 hingelegt. Dann hat man immer mal wieder was vom Stapel weggenommen, was dazugelegt. Und jetzt sind wir rausgekommen bei 110 Euro. Haben nochmal drauf geguckt, was 102,80 mit Trinkgeld. Guck mal, wie schön das aussieht. Wie die Taubsis taubosieren. So, das war es auch schon. Mehr dürfen wir nicht zeigen. Die Tauben brauchen auch ihre Privatsphäre. Und Hannes, wie fandest du es im Jones? Achso, Jones, ja, Jones war cool. Vor allem der Elvis-Burger, der war sehr... Aber was hat gefehlt? Erdnuss, Butter war drauf, aber... Die Banane hat gefehlt. Vorsicht, die Banane und Jam. Und Chili hat gefehlt, ja. Also Marmelade oder Chili, genau. So, und Pupsi, wie fandest du es beim Joachim-Burger-Ding? Jones. Der Bananen... ja? Der Bananenshake war lecker. Der Bananenshake? Sehr. Die Strohhalme waren nicht so gut, aber da könnt ihr ja nichts dafür, weil die haben sich schon aufgelöst dann, wenn man das trinkt. Ja. Aber der Shake war sehr, sehr lecker. So, Shinaya, wie fandest du es bei Rick's Café? Hab ich schon anderen Namen gesagt. Rick und Morty, ja, bei Jones. War sehr lecker, muss ich sagen. Vor allem mit Chili war sehr gut. Auch gut, die Chili-Schote hätte ich nicht mal nicht essen sollen, die war gut scharf. Aber ja, war lecker, vor allem auch der Shake danach. Nur die Strohhalme, ja. Dadurch, dass sie aufgelöst haben und ich die Bananenstücke nicht hochgeholt haben konnte, boah, das war schwierig. Ohne Löffel ging es kaum. Ja, war lecker. So, wenn ihr jetzt alle drei verstanden habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Kurz vor dem Zuhause fängt es auch an zu schneien. Das ist das beste Wetter. Das erinnert immer noch an die Tour damals, als ich mir Anfang Januar auch mit Iswo nach München bin und wir mitten im strömenden Schnee beim Kerry Imbiss Döner gegessen haben. Jetzt auch wieder Schneewetter, passend perfekt. Passt perfekt. Pupsi geht vor. Das sieht richtig gut aus. Peace. So, im Bus ist so viel Platz, dass ich meinen Arm um Hannes legen musste. Ja. Adi, Schatz. Ja. Fühlt sich auch so an. Alles Gute. So, zweiter Abend, zweiter Tag, zweiter Abend, wie auch immer. Zurück im Nahkauf, jetzt wie gestern. Die Mini-Edition der Biermeile. Shinaya sucht ein Bier aus, Hannes sucht ein Bier aus, ich suche ein Bier aus. Jeder nimmt drei Stück mit, halt von der Sorte, die er aussucht. Und dann... grinsen schon wieder. So, Hannes, sein Meilenbier ist natürlich wieder, wie anders zu erwarten, Paulaner, München, original Münchner Hell. Ja. Das säuft er ja nur. Dann die Shinaya hat sich hier für dieses Giesinger Münchner Hell entschieden. Und dann habe ich Pupsi entscheiden lassen. Ich fand eigentlich hier drüben dieses Weiß fand ich ganz gut. Das sieht sehr spritzig aus von dem Etikett. Und das Kloster Andechse von uns. Aber sie dachte, für den Bubi gibt es das Büble, deswegen hat sie jetzt Allgäuer Büble Bier Edelbräu. Und wenn ihr wisst, wessen Lieblingsbier das ist oder wem das sehr gut schmeckt, schreibt es mal in die Kommentare. So, Hannes, dann probieren wir dein Glück in der Fahrer Edition. Zack. Wofür so ein Roller alles gut ist. Mal gucken, ob das mit dem anderen auch geht. Wir haben nämlich jetzt das Shinaya ihr Bier, weil es das einzigste ist mit dem Kronkorken.
wenn wir es hier vielleicht an den Lenker noch halten und dann einfach ja, oh, oh. Ganz aber. Sanft und zärtlich, ne? Das war der perfekte Hebel. Prost. Prost. So, Tag 2 Höhentour, beziehungsweise was? Tag 3 München, Tag 2 Höhentour. Jetzt noch eine Rolltreppe einblenden. Genial. Dann guckt euch mal den Ausblick an aus Hannes seinem Schlafzimmer, ja. Die verschneiden Balkons, die verschneiden Hecken, die verschneiden Wiesen, die verschneiden Autos, die verschneiden Pokémon. Überall. Hallo. So, wir machen uns jetzt langsam bereit. Wahrscheinlich nehmen wir auch noch ein Wegebier mit. Wir haben nämlich wie immer 1 von 3 übrig. Damit auch ja, sobald wir ankommen, jeder auf die Toilette muss. Aber erstmal ist für ausreichend Frühstück gesorgt. Wichtig, eine Banane. Denn Frühstück ist Banane. Und hier haben wir noch den Beutel gestern vom Jones. Da sind immer noch die 2 Burger drin, wie ich gerade sehe. Ich habe nämlich meinen Hamburger noch gar nicht gegessen. Das ist auf jeden Fall, wenn man das mal hier aufmacht. So, das ist Frühstück, Frühstücksburger. Mehr als bei McDonald's. Guck dir doch dieses Fahrrad an, wie toll das zugeschneit ist. Jedes einzelne Millimeterchen. Und dieses Allgäuer Büble, darauf erstmal. Woppa. So, hallo. Hallo. Herr Pupsi hat ihr schon wieder leer. Bei mir geht, ich glaube das nicht. Einfach nur Fatsch, was ist das? Moin. Okay. So, dann auf Tag 2, da bin ich los. Ah, wir haben alle so viel Lust. Hab heute auch eine andere Jacke an als gestern, aber dazu gleich mehr. So, Hannes hat heute die Jacke an, die ich gestern an hatte. Sieht aus wie der Terminator. Da ist noch ein Mandala, ne, zum Ausmalen. Wunderbar. Genau. Jenaya hat wieder ihr blaues Kondom an. Das ist auf jeden Fall mit Daunen. Christoph Daunen und schützt und Mütze und alles. Pupsi ist Amy. Ne? Und ich habe jetzt den Mandel vom Hannes genommen. Der geht nämlich bis hier hin. Und dann ist auch Daunen. Guck dir das mal an. Mit Kapuze sogar. Das sieht voll witzig aus. So schmeckt das Bier immer schön gekühlt, ne? Ronny! Kennt ihr noch den Fischbrunnen, wo wir im Sommer drin waren und haben hier auf die dicken 3 gedreht und Hannes hat sich nochmal reingehangen, ist wo, Ramses, alles da. Jetzt natürlich auch hier bisschen zugeschneit, sieht aber auch richtig herrlich aus. Oder hier, das ist, keine Ahnung, da wohnt der Glöckner. So, wir sind jetzt hier im Livestream, aber vergesst den Livestream, wir haben Käse gefunden von Sir Henry Willig. Sinds 1974, guck dir das an. Das ist der Plastik, Hannes, der gesagt hat, das ist alles richtiger Käse. Und 5 Minuten später sagt er, nee, es ist Plastik. Das sollst du jetzt noch durchblicken. Das sieht gut aus. Guckt euch die Käsewand an hinter mir. Ja, aber jetzt zurück in den Stream. Guck mal, kennt ihr schon die Google-Hupf-Passage? Die sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Mit einem riesengroßen Google-Hupf. Kaffee, Speisen, Eis. Ich weiß aber nicht, ob das zu ist oder ob das da hinten drin in dieser in dem goldenen Gang ist. Hannes, warst du da schon mal? Im Google, ja. Da war ich schon mal drin. Die Google-Hupf-Passage. Hannes ist so eher der süße Typ. So, wir befinden uns jetzt hier in der Lego-Allee. Es ist halt Sonntag, es ist eigentlich alles zu. Wir wollen trotzdem hier einen Raid machen. Lego-Allee deswegen, weil da die Shania läuft und hier Grünzeug ist. Und das sieht auf jeden Fall gut aus. Da hinten kommt Kindergeschrei, keiner weiß, was da abgeht. Da habe ich Angst. Da gehen wir gleich zurück. Hier raiden wir gerade mit Thomas im Livestream. Und es ist halt Sonntag, es ist tote Hose so. Auch in der Höhentour, es ist tot, es ist einfach tot. So, wir sitzen jetzt gerade im McDonald's, ne? Waren auf Toilette, haben in Ruhe jetzt noch ein paar Raids gemacht über Einladungen und haben uns was zum Mittag gesucht. Haben uns jetzt wahrscheinlich auf ein... Kroaten. Auf einen Kroaten, ne? Geeinigt und geht jetzt gleich zum Kroaten rüber. Stehen jetzt hier vom Restaurant, Herrschaftszeiten oder was auch immer das ist. Da habe ich dieses Plakat gesehen, richtig genial. Herrschaftszeiten, das Paulaner im Tal. Stark Bierfest. Live-Musik, Anstich 19 Uhr, 3-Gänge-Menü und eine Maß Starkbier für 49,90.
Ist das ein Schnapper oder was? So, das nächste Ding gefunden, wo man Mittagessen könnte. Heimberg, Schnitzel und Freunde. Mit einer super Schnitzelkarte. Und guck dir mal hier drin an. Hast du an der Wand einfach noch so LED-Dings. Also Leuchtbuchstaben, wo Heimwerk steht. Du kannst es sogar raussetzen. Das würde auch funktionieren. Aber sieht alles auf jeden Fall cool aus. Aber wir haben uns ja für den Kroaten entschieden. Wir sind jetzt angekommen beim Kroaten. Der heißt irgendwie so. Opa Disha Easy. Und da gehen die jetzt rein und da essen die jetzt. Und wenn ich es hier durchschaffen würde, würde ich auch mit essen, aber ich schaff's irgendwie. Ich bin so. Der Mandel ist schuld. Und so, wir sind jetzt hier drin angekommen. Ich möchte euch ganz kurz mal die Biere zeigen, die es hier zur Auswahl gibt. Hier steht nämlich Augustiner hell vom Fass, Augustiner schaumige vom Fass, Augustiner Schnitt vom Fass. Der Rest ist egal, denn ich habe mir ein schaumiges geholt. Die Genaya hat sich einen Schnitt zugezogen. Die muss gleich ins Krankenhaus. Was der Hannes hat, weiß kein Mensch. So ist das erste Helle. Selle. So, das Essen ist gerade gekommen und guckt euch das mal an. Das sieht eigentlich richtig gut aus. Hannes hat hier so einen Chicken Burger. Einen doppelten Chicken Burger mit schönen fetten Zwiebeln drauf. Zweimal Hähnchen, allem drum und dran. Mit schöner Crunchy Panade. Ja, passt. Zwei dicke, fette Scheiben von der Tomatoes. Das ist ein Spieß, ein oder was? Was ist das? Was war denn das jetzt nochmal? Gut, das ist, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall, aber mit Kraut, dicker, fetter Fleischspieß. Pupsi hat hier auch Hähnchenspieß, ein Chili-Dip, Salat, Kräuterbutter und Bratkartoffeln. Hähnchenspieß, ne? Mit Chili-Dip. Sieht aus wie vom Chinamann immer. Sogar mit Bratkartoffeln. Und ich habe mir hier diesen Hotdog-Mix mit dieser komischen Wurst, mit Grillfleisch und einem Wiener Schnitzel plus auch Kräuterdip, Pommes dazu. Das ist der ganze Mittagstisch. Und dann bist du einmal beim Kroaten und schon geht die Welt unter, ne? Guck, es schneit hier alles. Sieht richtig genial aus, beziehungsweise sieht man einfach gar nichts. Wo ist denn der Schnee, wenn man den Schnee braucht? Ist doch schön. Erkennt man gar nicht. Seht ihr Schnee, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, wir sind schon wieder in McDonald's gelandet, weil wir ja irgendwo uns niederlassen wollten für ein paar Raids. Und hier kann man auch super den Akku laden. Und hier kann man auch super so ein Kaffee-Ding trinken und so ein Erdbeer-Ding trinken. Und wer beides nicht mag, der trinkt halt beides zusammen, ne? Oh, cool. Probiert mal ein McFrappé mit Erdbeer-Milchshake zusammen. Das ist auf jeden Fall eine neue Erfindung. Muss probiert werden. Oh, Hannes, die ist aber lang. Ja, das ist die längste hier, glaube ich, in München. Jetzt haben wir gestern die kürzeste Rolltreppe der Welt gesehen und heute die längste Rolltreppe der Welt. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg jetzt zum Hannes. Geht das nochmal? Hannes. Ne, das war was anderes. So, wir sind jetzt gerade beim Hannes angekommen und was habe ich noch gar nicht gezeigt. Hannes hat gestern diesen Senf mitgenommen. Hinterfotziger Senf mit scharfe Senf, Chili, Petersilie, mehr rede ich. Also, obwohl hier steht Scarfe, Senf, Chili, Petersilie, irgendwas. Kennt ihr hinterfotzigen Senf, ja? Wir haben jetzt hier noch ein Eistee-Tasting gemacht. Wer denkt, dass das weinhaltige Cocktails sind, der hat wohl richtig gelegen. Nein, aber der Buddha, Ronny, hat auf jeden Fall mitgemacht. Die Genaya hat mitgemacht. Und der Simba hat auch mitgemacht. Das seht ihr aber mal in einem extra Video. Falls ihr Trade Islands Iced Tea kennt. Glatt? Ja. Da bin ich doch dabei. So, nachdem wir jetzt alle irgendwas gemacht haben, aber keiner so richtig weiß was, laufen wir jetzt irgendwie zum Curry. Weil wir müssen ja noch Abendbrot essen. Und wir wollten ihm ja auch noch Radler vorbeibringen. Und er hat ja gesagt, solange wie ich hier bin, ne? Wir haben letztens ja den XXL Chili Cheese Döner gehabt, aber es gibt ja angeblich auch XXL Chili Cheese Dürüm. Mal gucken, ob Dürüm heute da ist. Dann würde ich das nämlich auch nochmal mir angucken, wie das ausschaut, wenn das jetzt neu ist in XXL. So, sind jetzt bei der Jet angekommen. Hier haben wir damals mit dem Isvos Faxe geholt, hier abgestellt, im Schneesturm Faxe getrunken, aber es geht ja jetzt nur ums Radler eigentlich. Ich glaube, wir sind im Paradies angekommen. Hier gibt es nicht nur das Fuchse 10%, ja. Hannes sein Lieblingsbier.
Es gibt auch das Carlsberg Extra Strong 10.5. Chenaya, ihr Lieblingsbier. Ich bin eher so der Paderborner Typ, ne? So, wir haben es schon wieder gemacht, dem Kerrymann ein Radler mitgenommen. Und irgendwie traditionell gibt es auf einmal hier das Forkse 10%, um den Abend ausklingen zu lassen. Vielleicht noch ein bisschen Restling, morgen Rückfahrt, da muss man gut schlafen und mit diesem Faxe schlaft ihr bestimmt. Das ist einfach die Bombe, das ist das. Habt ihr das schon mal getrunken? Schreibt es mal in die Kommentare, aber jetzt ab zum Kerrymann. So, wir sind jetzt angekommen beim Kerrymann, aber es ist so dunkel. Hannes hat das Radler. Bereich mal festlich das Radler, dein Lieblingsradler. Ja. Ne? Dankeschön, ich freue mich so riesig darüber. Magst du Löwenbräu überhaupt? Oder ja, was ist dein Lieblingsradler? Löwenbräu geht eigentlich. Lieblingsradler, ja, Löwenbräu macht den besten naturtrüben Radler, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Naturtrüb finde ich auch immer gut. Ja? Yes. Das ist nicht so säuerlich. Also, aber wenn ich ein Bier trinken müsste, dann kein Löwenbräu, kein Paulaner, lieber ein Augustiner. Aber Löwenbräu macht den besten Radler, deswegen trinke ich ein Löwenbräu. Dankeschön, Hannes. Immer naturtrüb, denk dran. Immer. Wir haben uns Faxe mitgenommen, 10% in der schwarzen Dose. Weil heute ja der letzte Abend ist, damit man nochmal zusammensitzt und dachte mal, wir wollten dich ja eh nochmal besuchen. Genau. Das Radler waren wir dir noch schuldig, deswegen. Cool, wolltest du noch vorbeikommen, was essen, was trinken? Wir wollen gucken, ob es heute Dürüm gibt oder ob es heute auch kein Dürüm gibt. Nein. Dann ändert sich kurzzeitig die Wahl, aber wir werden eh was bei dir finden. Ich hab was. Du hast was? Das wollen wir jetzt mal gucken. Muss mir jetzt mal bei der Aussprache gleich helfen. So, weil es kein XXL Dürüm gibt an sich, gibt es ein XXL Lahmacun. Lahmacun. Also Lahmal. Lachmal und Lachmal dann, ja, Chung Chang oder so. Lachmal Chun. Das Wichtigste für einen Ramon sind natürlich die Jalapenos. Da tun wir ein bisschen mehr rein. So. Und ein bisschen Chili-Pulver noch. Ein bisschen, genau. So, ganz wenig, dass es nicht so viel brennt. Ganz wenig. Ganz wenig, nicht so viel. Ja. Also so, dass man auch... Damit man auch merkt, dass was drauf ist, aber nicht übertreiben. Genau. Wie soll man das denn tragen? Da braucht man ja einen Waffenschein. Ramon, mein Freund, das ist der ganze Unterarm. Guckt euch das an, wenn ich den daneben halte. So, dankeschön. Den nehmen wir jetzt mit und dann müssen wir ihn zu Hause mal testen und mal gucken. So, ich stehe jetzt hier beim Hannes in der Küche, weil wieder alles dunkel ist. Da musste ich mir jetzt hier was präparieren, eine Tasse mit dem Licht drauf, mit dem Handy und so. Wir beißen einfach mal rein. Mir schmeckt es auf jeden Fall wieder wunderbar und auch dieses Teil gab es komplett kostenlos. Danke nochmal an den Kerrymann, der auch Pupsi dann ihren Döner kostenlos gegeben hat, weil er gesagt hat, das ist die Ramses-Frau, die kriegt das auch wieder so. Ist ein richtig netter Typ. Wir haben auch gesagt, wenn das Baby da ist, müssen wir nochmal Termin machen. Er will dann unbedingt mal schauen, den Ramses Junior oder so. Ja, ich weiß nicht, wir werden noch ein bisschen dann das Faxe trinken, noch Rambo gucken. Rambo 1, 2, 3 ist nämlich drauf gleich. Und dann ist morgen früh schon wieder die Rückfahrt. So, und wenn ihr in München seid, Heidemannstraße, Curry Imbiss. Geht da mal hin, probiert euch da mal durch. Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich freue mich immer wieder, den Kerrymann zu treffen. Einfach jedes Mal wieder eine Freude. Mal gucken, gute Nacht. Wenn nichts weiter ist, bis morgen früh. So, letzter Tag, beziehungsweise Montag und Beginn der Heimreise. Hallo Pupsi. So, Bushaltestelle. Minus 1 Grad und da hinten steht der gelbe Sack. Da ist der gelbe Sack. Das müssen wir aber zensieren, den darf man nicht sehen. Ach so, Bus 1 Grad plus. Hallo Jena. Ickes Aufzüge. Minus 5 Grad. McDonald's Frühstück. Fresh Chicken. 10 Euro. This is a McDonald's Café. Und das ist München. This is a Nürnberg Bahn.
damit tun wir fahren. Und die Shenaya fährt ja wieder mit so einem weißen Tampon, also so ein Raketending, was so aussieht. Die stehen direkt nebeneinander. Das ist richtig cool. Ich komme jetzt einfach mal aus dem Nichts. Hallo Shenaya. Tschüss. Schön, dass du da warst. Hallo Hannes. Hallo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Guck mal, Pupsi. Oh mein Gott. Schmeckt's? So, im Zug. Die Frisur sitzt. So, wir warten eigentlich jetzt, bis der Zug losfährt. Und dann habe ich gedacht, mache ich kurz noch ein Rayquaza-Raid mit Blood and Tears, Krang und eins Testzocker. So. Und jetzt nehme ich jeden Bahnhof mit, der kommt. Weil die meisten sind ja eh Arenen. So kann man noch ein bisschen zocken. Steckdose ist auch am Start. Wunderbar. Die Toilette ist direkt hinter uns. Perfekter Platz für die Zugfahrt. Ja, und einfach direkt einen Shiny bekommen, ja. Beim Raid in München am Hauptbahnhof. Shiny Rayquaza. Rayquarzer. Jetzt müssen wir mal einen Ball draufziehen. So, daneben geworfen, aber bleibt ja eh drin. Rayquarzer. So, wir stehen jetzt hier in Arnsbach und das ist ein blauer Zug. Was macht der? Der leuchtet blau. 40 Minuten Aufenthalt in Würzburg und schon wieder McDonald's. Wie eine Gazelle, nur nicht so schnelle. So, da wir jetzt hier 40 Minuten stehen und warten müssen, werde ich jetzt diesen Chili Cheese Burger essen. Also diesen McDouble Chili Cheese irgendwas. Da ist auf jeden Fall eine Jalapeno drin. Eine. So, und weil Pupsi ihren zweiten Cheeseburger nicht schafft, nachdem er schon satt war, wir immer noch warten müssen, werde ich ihren zweiten Cheeseburger jetzt auch noch essen. Mmh. So, der Zug ist schon angekommen. Wir können jetzt wahrscheinlich noch 3 Jahre hier im Zug sitzen. So, dann kann ich erstmal meinen Müll, den ich mitgebracht habe, hier verstauen. Ich bin nämlich direkt frisch fertig geworden. Zack, so sieht das gut aus. Was ist das? Pappe. Hier, Pupsi. So, in Grimmental, da liegt der Hund begraben und gleich trennen sich die Wege von Pupsi und mir. Sie muss nämlich weiter nach Meiningen und ich muss nach Hildburghausen. Und da stehen auch schon die Züge. Oder einer von zwei und dann geht's trotzdem heim zum Adischatz. So, zurück in Hibu angekommen. Der Bahnhof ist hinter mir. Ich laufe jetzt nach Hause, es zieht ordentlich. Es sind bestimmt schon wieder Minusgrade. Ne, es ist 0 Grad. Es ist 0 Grad, aber egal, kurze Hose. Ich bin total dumm, dass ich keine Jacke mitgenommen habe, weil in München war es so eisig, aber Hannes hat mir immer eine Jacke von sich gegeben. Trotzdem sind mir regelmäßig die Zehen abgefroren, weil ich hier diese blöden Gummischuhe anhabe jedes Mal. Sind durch die Löcher, sind mir die Zehen immer zu abgefroren und waren eiskalt, also... Festes Schuhwerk ist vielleicht doch ganz cool, wenn mal wieder irgendwas im Winter ist. Jetzt aber heim und Adischatz begrüßen. Adischatz! So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Und hört ihr das? Der Katzer ist hinter der Tür. Adischatz! Adi! Adi! Schreit auf jeden Fall was. Das heißt, wir müssen mal die Tür aufmachen. Die Mama war jeden Tag da einmal und hat ihm Essen gegeben, hat die Tür zugeschlossen. Na guck, Adi, na guck, du musst die Tür aufmachen. Mit der Pfote, unten mit der Pfote rein. Nicht dagegen drücken. Adi, du darfst dich nicht dagegen drücken, du musst sie aufschieben. Genau so. Mit der Pfote. Mit der Pfote die Tür auf. Ja, und jetzt nach hinten. Soll ich dir helfen? Guck, noch so ein Stück. Jetzt. Hoppa. Und da ist er da. Adi, Schatz. Adi. Ja, wo denn?
Jawohl, na komm. Ja, der Männchen. Der Männchen. Adi. Adi Männchen. Jo. Adi Schatz. Wollen wir mal rein. Wollen wir mal gucken, ob es hier warm ist, ob es hier kalt ist. Es fühlt sich zumindest gerade warm an. Nochmal. Ja. Mein Kleiner. So, und das war der München-Trip zur Höhentour zum Hannes mit Shinaya, mit dem Rest. Die Wurst ist total froh, dass er endlich wieder fressen kriegt. Nein, er hat ja jeden Tag bekommen. Meine Mama hat mir auch jeden Tag ein Bild geschickt, weil sie extra in der Stadt waren und haben nach ihm geguckt. Nam, 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 nam. Aber trotzdem ist er ja so einen ganzen Tag alleine gewesen. Sie konnte ja auch nicht so lange da bleiben. So. Ja, fein, mein Dicker. So, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich habe keine Ahnung, wo es als nächstes hingeht und ob es nochmal wohin geht, weil es wird sich jetzt einiges ändern. Die Wohnung ist nämlich auch bald weg, dann bin ich obdachlos und mal schauen. Bis zum nächsten Mal, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Hoppa! 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 Ja! Schnute! So. Jetzt ist aber gut hier. Ich kann mich gar nicht mehr hier von der Katze, die ist ja total. Hier liegt schon wieder irgendwas Neues, was ich noch gar nicht gesehen habe. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Unboxing machen irgendwie.